Jetzt muss ich das alles in die Kiste stecken. Invitanischer Schild, noch mehr invitanische Schilde. Wahrnehmung. Du hast schon Wahrnehmung. Und du hast diesen Pirscher-Bonus. Ja, da kriegst du Wahrnehmung. So, das kommt alles jetzt weg. Gut. Edda ist ein bisschen angeschlagen, aber der hat noch über 600 Lebenspunkte, also von daher. Ja. Eine Kampfrüstung. Das hier wird eine Rüstungsschmiede sein, hm? Ein Schlapphut. Eiserne Kämpfer, unbarmherzig und stürmisch wie die Was? Eiserne Kämpfer, unbarmherzig und stürmisch wie die Tausende vor Feinde. Wie die Tausende vor Feinde? Okay. Die Nische ist mit Bildern von Männern und Frauen gefüllt, die Hämmer schwingen und Eisen über einer Schmiede erhitzen. Ja, das hier ist wohl eine Rüstkammer. Oh, haben wir uns das schon angeschaut? Auf diesem Feier sind Szenen einer Schlacht zu sehen. Hier hat sich eine Armee von Männern und Männern in Lendenschürzen und Häuten versammelt, über denen drohend ein Dutzend Rüstungen aufragen. In den nach unten folgenden Bildern wird die Armee von den Rüstungen vernichtet. Da haben sich wohl die Engvitarianer von ihrer eigenen Animatenarmee vernichten lassen. Nice and slow. So, betreten wir mal das die zentrale Kammer. Okay. Eine Atras-Skulptur. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adra gehauen gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Ah ja, ich erkenne das langsam. Das ist ein bisschen eine Regenfeule. Mehrere Regenfeulen. Let's go. Okay, die sind gegen irgendwas immun. Aber sie geben wenigstens heiliges Wasser, oder? Urwasser, genau. Keep an eye out. Das hier soll die Frau sein und das hier der Mann. Okay, ja, das ist die Vase, die Frau und der Mann. Let's go! Let's go! Okay, und da ist wieder ein Ausgang. Ah, schon wieder die beiden Geister. Kommen wir jetzt auf Ebene 3 oder sind wir wieder auf Ebene 1 hoch? Das sah eher wie ein Hochgang aus. Ja, werden wir gleich wissen. Dumm die Dummen. Und? Ja, wir sind wieder auf der ersten Ebene. Sehr schön. Quick Save machen. Sicher ist sicher. Okay. Die Dinger
Na. Es sind Opferstellen, okay, es ist... Ich dachte zuerst, das wären irgendwelche Teleportationsfelder, wo jetzt gleich Animaten hinterher teleportiert werden. Aber das hier ist... das altbekannte Spiel. Eine inventarialische Maschine. Irgendetwas im Äther summt und brummt durch deine Zähne. Okay. Wir kommen also zu spät. Der Schleier einer Essenz war weit über dem Körper so schwach und unwirklich wie eine Staubfahne hinter einem galoppierenden Ross. Als du dich aber näherst, hörst du das Echo geflüsterter Anweisungen in deinem Ohr und die Erwartung werbt dein Blut. In der Vision siehst du dieselbe Steinmaschine, der du dich noch vor wenigen Augenblicken genährt hast, aber mit anderem Blickwinkel und aus anderer Höhe, als ob du durch fremde Augen sehen würdest. Du hattest Gerüchte gehört, dass einige deiner Brüder vor Monaten hierher geschickt worden waren, und doch siehst du keinerlei Anzeichen, dass jemand hier war. Die Pflasterscheine sind sogar mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Asche. Ja, die sind schon zerfallen. Plötzlich weißt du, welchen Preis du zahlen musst, und du bist bereit. Die Befehle waren eindeutig. Die Wirkung der Maschine in Kliaban Rilak ließ nach. Vor kurzem war unweit von Dürfurt ein Kind mit intakter Seele geboren worden. Die Maschine musste wieder aktiviert werden. Die Maschinen sind schuld an den Hohlgeburten. Du und deine Gefährten nehmen ihre Position ein und ihr taucht letzte bestätigende Blicke aus. Sie kennen deinen Namen nicht und du nicht ihre, aber ihr wisst, dass ihr gemeinsam das Werk der Götter vollbringt. Alles andere ist gleichgültig. Zwei gemeißelte Steinringe in der Mitte der Maschine setzen sich knirschend in Bewegung. Sie rotieren in entgegengesetzte Richtungen und während sie sich so wie frisch eingefettete Wagenräder drehen, nehmen sie Geschwindigkeit auf. Ein Wind kreist durch die Höhle und wird gemeinsam mit den Steinringen schneller. Du presst dir wegen des Lärms die Hände auf die Ohren und beißt die Zähne zusammen. Als du gerade deine Augen schließen willst, bemerkst du neue Bewegungen. Um die Maschine herum öffnen sich mehrere Reihe dreieckiger Klappen, die wie Blütenblätter aussehen. Du weißt nicht, was in der Maschine vor sich geht, aber du spürst ein Prickeln in deinen Gliedmaßen. Stechender Schmerz durchdringt deinen Körper wie ein heißes Messer, das alles in dir durchtrennt. All dieweil fühlt es sich so an, als würdest du auf die Maschine zufallen. All dieweil, was ist das für eine Übersetzung? Während dein Magen an deinem Rückgrat zerdrückt wird. Was als nächstes passiert, ist zu schnell, um es wahrnehmen zu können. Kniend und nach Luft schnappend erwachst du aus der Vision. Du hältst deinen Kopf und fokussierst deine Augen langsam auf die Fliesen zwischen deinen Knien. Als du wieder zu Atem kommst, erinnerst du dich an die merkwürdige Szene außerhalb von Cleland Lees, als mehrere Gesteine im Umhängen inmitten eines heulenden Biawak fielen. Als du die Asche auf dem Höhenboden betrachtest, wird dir klar, dass der bleierne Schlüssel das, was auch immer das ist, im ganzen Dürrwald getan hat. Quest abgeschlossen. Ja, dadurch ist das kleine Abenteuer abgeschlossen worden. Sehr schön. Wie deaktiviere ich jetzt das Mistding? Die Vision der... Ich hatte eine Vision in den Agenten des bleiernen Schlüssels, ihre Seele der Inventarialisch... Ich hatte eine Vision in der Agenten des bleiernen Schlüssels, ihre Seele der inventarischen Maschine im Ziel Kliaban Rilak überließen. Sie verführten das gleiche Ritual, dessen ich außerhalb von Zilatlis Zeuge geworden bin. Das bedeutet, dass sie das wohl im gesamten Dürrwald machen. Die Gedanken eines der Agenten ließen vermuten, dass sie dort waren, um sicher zu gehen, dass die Säuglinge in der Gegend Hohlgeburten sind. Hallo, wie kann ich es abschalten? Ich meine, ich habe schon andere abgeschalten.
Beziehungsweise ich habe eine abgeschalten. Kann doch nicht sein, dass ich die Maschine nicht abschalten kann. Mist. I'm ready. Ready, Watcher. Und dann muss ich dazu Leute auf diese Plattform stellen. Nein, das hilft leider auch nichts. Mist. Und ich dachte, ich könnte das blöde Ding deaktivieren. Da muss ich wirklich eine Möglichkeit finden, es zu deaktivieren. Also das bleibt mir da gar nicht übrig. Du hörst laufendes Wasser und siehst einen kleinen Strom, der sich seinen Weg in den Berg bahnt. Den Strom untersuchen. Direkt unter der Wasseroberfläche flackert und schwankt das seichte Flussbett. Aber als du weiter in den Tunnel hineinsiehst, scheint es in Dunkelheit zu verschwinden. Von ihr aus kannst du unmöglich sagen, wie tief der Strom ist. Entlang der Tunnelwände aber spielt sich ein schwaches Licht. Das Echo rauschende Wasser lässt sich vermuten, dass der Tunnel und Strom noch viel weiter reichen. In den Tunnel warten. Du näherst dich dem Tunneleingang mit langsamen, spritzenden Schritten und hältst dich aufrecht, während die Strömung an deinen Beinen zerrt. Das kalte Wasser lässt dich nach Luft schnappen und als es über dir die Taille steigt, beginnst du, um die Kontrolle deiner Atmung zu kämpfen. Das Flussbett verschwindet unter deinen Füßen und die Strömung reißt dich mit zunehmender Geschwindigkeit in den Tunnel hinein. In den Tunnelschirm. Die Strömung drückt sich immer schneller durch den Tunnel und zieht dich nach unten. Über deinen Kopf wird der Tunnel enger und die Tunneldecke fällt ab, was dir nur noch eine dünne Luftschicht zum Atmen lässt. Du nimmst einen letzten Atemzug, bevor dich die Strömung in die Tiefe reißt. Die Finsternis wird hier und da von Lichtstrahlen durchbrochen, aber die Strömung ist jetzt so stark, dass du nicht mehr als ein Flackern erkennen kannst. Du behältst deine Hände vor dir und versuchst den gezackten, aus den Wänden herausragenden Felsen auszuweichen, die plötzlich in der Dunkelheit erscheinen. Vor dir siehst du ein Licht aufblitzen. Du näherst dich schnell, aber es scheint sich um die Öffnung eines zweiten kleineren Tunnels zu handeln. Du könntest ihn eventuell erreichen, aber deine Lungen haben zu Schmerzen begonnen. Am Rand des Tunnels festhalten. Du umfasst den Tunneleingang um so einen Felsen mit deinem Finger und wirfst einen Blick hinein. Der Tunnel endet in einer Sackgasse, aber unter dem Felsen am Tunnelende scheint etwas zu glitzern. Für jemanden ohne starke Lungen wäre es eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Edda zieht sich selbst in den Tunnel und führt geschickte Scherenschläge aus, während der Gang immer enger wird. Am Ende findet er ein Skelett, aus dessen Rippen ein Griff hervorsteht. Edda zieht ihn heraus und stößt sich von der Wand ab, wodurch er sich wieder zurück in den Haupttunnel katapultiert. Während du durch die Dunkelheit des Tunnels wirbelst, siehst du über dir endlich einen Lichtschein, auf den du dich schwimmend und drehend zubewegst. Dann endlich durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche. Hastig wirkst du Luft in deine schmerzenden Lungen und ziehst dich an den Rand des Beckens. Du riechst aus dem Wasser und betrachtest die Höhle um dich herum, während du deine schmerzenden, unterkühlten Gliesmaßen massierst. Du hast einen Gegenstand erhalten, die Rose von Salzhöhle im Inventar zugefügt. Oh, und wir sind wieder hier angekommen. Am Ausgang. Was genau bist du? Bist du ein Streitkolben, oder? Das kann auch übrigens weg. So, sind alle noch in Ordnung? Gut. Die andere Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Fragment des zertrümmernden Glaubens? Wir haben nämlich nichts gefunden. Vielleicht sollten wir uns noch mal genauer umschauen. Es muss außerhalb sein, nicht in der Ruine. Ich glaube nicht, dass Eddas Bruder so dumm war, sich in dieser Ruine zu verschanzen. NPCs wurden von Unterstützern entworfen. Oh!
Das ist auch schön zu wissen. Das ist auch ein Tooltip, den ich noch nie gelesen habe. Hm.